Neuerdings ist es wieder schick, die Bibliotheken nach unliebsamen Büchern zu durchforsten. Ganz wie die Nationalsozialisten dies schon ab etwa 1930 vorgemacht haben. Glaubt man Medienberichten, sind die Hamburger Bücherhallen bei der Aktion ganz vorne dran. Nach eigenen Angaben das größte kommunale Bibliothekssystem in Deutschland. Pro Jahr werden hier 13 Millionen Medien ausgeliehen. Laut TAZ vom 4. März 2019 werden dort nun politisch unliebsame Bücher aussortiert. Zitat: Da ist aktuell zum Beispiel Gerhard Wisniewskis Das andere Jahrbuch aus dem auf rechte Literatur und Verschwörungstheorien spezialisierten Kopfverlag. Verheimlicht, vertuscht, vergessen lautet der Untertitel des Werkes, in dem der Autor aufdecken will, was 2018 nicht in der Zeitung stand. Wisniewski spekulierte zuvor bereits mit dem Buch Mythos 9/11 über die angeblich wahren Hintergründe der Anschläge vom 11. September. Nun fragt er, ob der Einsturz der Brücke in Genua womöglich eine Sprengung war, es beim NSU-Terror vielleicht doch nicht um rassistische Morde ging und ist der Medizinindustrie Merkel und dem Migrationspakt auf der Spur. Laut TAZ vom 4. März 2019 werden Bücher aus dem Kopfverlag bei den Hamburger Bücherhallen, Zitat, grundsätzlich von Lieferanten nicht mehr bezogen, ohne dass explizit danach gefragt werde, also von Kunden oder Bibliotheksbenutzern. Das Jahrbuch von Wisniewski kam in Hamburg noch als Bestseller an, sei aber zurückgeschickt worden, erklärt Frauke Untied, die Leiterin der Zentralbibliothek und künftige Direktorin der Bücherhallen. Bücher, die sachlich falsche Informationen verbreiten, möchten wir nicht im Bestand haben, sagt sie. Wir wollen die Gesellschaft näher zusammenbringen, nicht spalten. Zitat Ende. Nun, in Bibliotheken fing die Bücherverbrennung auch bei den Nazis an. Bibliotheken spielten sogar eine zentrale logistische Rolle, ohne dass zunächst jemand an Bücherverbrennung dachte. Ab etwa 1930 stellte der Berliner Bibliothekar Wolfgang Herrmann Listen auszusondernder Bücher zusammen. Zitat: Die ersten Listen Hermanns hatten zunächst nur die Funktion, die indizierten Werke für die Ausleihe in Büchereien zu sperren. Erst später sagten die Nazis Danke und wurde daraus die Liste des schädlichen und unerwünschten Schrifttums und damit die logistische Grundlage der Bücherverbrennungen. So wurden die Bücher zur Beute der Flammen. Die ganze Geschichte der Büchersäuberung kann man übrigens hier nachlesen. In dem Buch Die große Säuberung des Schrifttums von Otto Seifert. Wie gesagt, fing die Bücherverbrennung mit der Ausgrenzung von Autoren und Büchern an. Und heute ist es schon wieder soweit. Ist es nicht schlimm, wie man vor lauter Hatz auf Rechte und Nazis selber in Gefahr ist, zum Nazi zu werden? In Gefahr, wohlgemerkt.